Hi! Nee. Hi, ich bin... Nee, das ist es auch irgendwie. Tobi, du kannst doch nicht leg so still sein. Wie war so ein Ding? Ja, leg los jetzt, Mann. Du bist doch nicht so still. Ja, du willst doch Moderator werden. Ich will Moderator werden. Also, beruhigt euch doch mal jetzt. Also, mal ganz ehrlich. Hi, mein Name ist Tobi, ich bin 31 Jahre alt und wohne in Berlin, bin aber ursprünglich nicht Berliner, sondern komme ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, aus einem ganz kleinen Städtchen, was noch nicht mal mehr 10.000 Einwohner hat. Dort bin ich aufgewachsen über Jahre hinweg, habe dort auch in der Nähe meine Ausbildung gemacht, bin dort zur Schule gegangen und von dort aus bin ich dann in die weite große Welt gereist. Also ich habe viele Länder schon gesehen, sei es Amerika, sei es Australien, sei es Neuseeland, sei es Japan, sei es viele europäische Länder. Also ja, ich konnte schon ganz, ganz viele Kulturen mitnehmen und irgendwie sind diese ganzen Kulturen auch in mich vereint. So, deswegen bin ich genau die Person, die jetzt hier gerade vor dieser Kamera sitzt. Beruflich? Ja, da bin ich selbstständig, also selbst und ständig in den Bereichen Fotografie, Videografie, Grafikdesign, Webdesign, Social Media und sogar Berater in diesen ganzen Bereichen, denn der Medienberuf hat es mir irgendwann mal angetan und seitdem kann ich da auch nicht mehr raus. Ich arbeite nämlich gerne mit unterschiedlichen Menschen zusammen, Tag ein, Tag aus und genau das gibt mir halt dieser Medienberuf auf jeden Fall wieder. Warum möchte ich jetzt bei euch der nächste Viva-Moderator werden? Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Question. And I don't know yet, because I don't have a big idea. Nein, Quatsch. Also, warum ich der nächste Viva-Moderator bei euch werden wollen würde, ist, ich habe es irgendwie schon seit Jahren im Blut, glaube ich. Ich sitze gerne vor der Kamera, ich spiele gerne mit der Kamera und ich bin sehr, sehr spontan vor der Kamera. Das heißt also, ich mache auch viel Blödsinn mit und halte mich nicht nur an Skripte. Wenn es sein muss, dann natürlich. Aber ich bin auch gerne der Mensch, der einfach nur das ausspricht, was er gerade im Kopf hat. Und manchmal ist der Mund bzw. das Mundwerk dann doch schon ziemlich schnell und haut Dinge raus, die ich vielleicht gerade noch nicht mal so wirklich zu Ende gedacht habe. Ja, auch das kann natürlich passieren. Und zudem ist es einfach so, dass ich für mich selber auch einmal die Woche vor der Kamera stehe und zwar produziere ich jede Woche Mittwoch ein Video für meinen Fotografie-Channel. Dort gibt es dann Fotografie-News, wie zum Beispiel, das ist die neueste Canon-Kamera. Oder aber, der Fotograf XY bereist gerade die Welt und hat das und das dabei gesehen und vieles, vieles mehr. Natürlich gibt es auf dem Channel auch Tipps und Tricks rund um die Fotografie. Auch das ist dort alles gegeben. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, warum ich jetzt euer Viva-Moderator werden will, ja, ich glaube, das habt ihr jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, denn wie ihr gesehen habt, beziehungsweise wie ihr gehört habt, könnte ich jetzt die ganze Zeit weiterquatschen. Und vielleicht ist es ja genau das, was ihr sucht, so eine Quasselstrippe, die gerne mit der Kamera agiert, aber auch irgendwie natürlich die ganze Zeit auch durchquatschen kann, ohne dass irgendwie vielleicht eine kurze Pause oder sonstiges enthalten ist, die nicht unbedingt sein muss. So wie diese zum Beispiel. Das kann natürlich alles gut möglich sein. Halt, stopp, noch nicht ausschalten, noch nicht ausschalten, noch nicht ausschalten. Klar, das Video geht jetzt schon ein bisschen länger als gedacht, aber ich meine, am Ende wolltet ihr auch noch sehen, wie ich ein Musikvideo aus der Top 100 anmoderiere und genau das kommt jetzt auch zum Ende und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr diese Wenigkeit wirklich einladen wollt und zum nächsten Viva-Moderator macht oder ob ihr ihn einfach nur schreibt, sorry, du warst zwar cool, aber irgendwie hat das doch nicht so zwischen uns gefunkt. Ihr könnt auf jeden Fall gleich eure Füße hochlegen, das nächste Moderator-Video angucken oder auch einfach nur schön genüsslichen Kaffee trinken, sonstiges machen, das ist jetzt euch überlassen. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Anmoderation zu einem meiner Lieblingsvideos auf Viva von der Top 100 Chartliste. So, meine lieben Freunde, willkommen zurück aus der Werbepause. Wir werden nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern machen gleich mit Platz 11 weiter. Ein Song, der momentan mein Lieblingssong sogar ist. Auf Platz 11, The Chainsmokers featuring Coldplay, Something Just Like This. Ein wunderbarer Titel, der auf jeden Fall in deine Spotify-Liste oder überhaupt auf dein Smartphone gehört. Definitiv mit reinladen. Lohnt sich. Und jetzt Video ab.